Action. Yo, Zach. Yeah. Where are we heading to? Düsseldorf. Yeah, from Düsseldorf. No, no. Atlanta. Yeah, from Atlanta. Great to Mexico. Okay. Are you gonna sleep tonight? Hopefully, yes. There's my bed. It's a meditation area. Oh, this is yours. Okay, this is the meditation, Matilla. Yeah. Aber unten am Garten auch, hast du gesehen. Okay. Weil wir pflanzen nachher quasi hier rein. Ich will nur, dass diese Strukturen da sind, weißt du, das ja, finde ich. Ich finde das toll, wenn man einfach mal so eine Form daraus kitzelt, pinselt. Das ist so das Leben. Das ganze Universum. Und dann gehen Elemente daraus in den Kunstkontext an die Wand. Das finde ich cool. Oh. Bunch of Kaffee. Das sind die Dinge, die ich liebe einfach. Weißt du, dann hast du zum Beispiel das hier.
Lass den Grid. Lass es im Grid. Mexiko kann stehen bleiben. Das kann komplett. Das Bild ist super. Oh ja, wir können ein paar Bilder stehen lassen. Das ist cool. Ja. In dem Moment kriegst du halt natürlich noch viel mehr diese Reflexion von der Poesie, von dem Licht. Und jetzt muss ich aber die Balance finden zwischen technisch und poetisch. Que la limpiaran. Der Finger findet irgendwann eine Form und dann sehe ich irgendwas. Und dann arbeite ich Muskel aus oder gehe wieder in so einen Körper. Ich finde das toll, das ist eigentlich, diese Skulpturen entstehen eigentlich gar nicht so sehr im Kopf, die entstehen viel mehr in Fingern. Entspannung hat natürlich, ist eine andere Struktur, ist eine andere Ästhetik. Deswegen mag ich auch diese Riemen. Das sind für mich so erschlaffte Formen. Weil ich habe jetzt das Gefühl, alles, was ich bis dato so gemacht habe, fließt ein bisschen zusammen. Und das kommt halt einfach auch tatsächlich wirklich nur aus der Lust am Improvisieren. Design ästhetisch. Weißt du, Design Ästhetik ist so über allem wichtig geworden. Und ich glaube halt einfach, dass, ich will das nicht kritisieren, aber ich glaube, das ist so ein Lack, dass heute die Ästhetik wichtiger geworden ist als der Inhalt. Und was ich finde, ist hier eigentlich, dass man den Leuten eine Ästhetik hinschmeißt, die sie glauben zu erkennen. Und dann ist es aber doch irritierend, weil es nicht perfekt ist. Aber es ist bunt, es scheint fröhlich zu sein, aber es ist gar nicht fröhlich, weißt du? Es hat in sich so ganz viele Ambivalenzen. Das ist das, was mich interessiert. Das finde ich im Moment in unserer Welt aufregend. Deswegen halt auch draußen diese Schwarz-Weiß-Bilder, weißt du, mit den Drogenkartellen. Und nach innen ist es dann wieder so der Shell. Víctor y Manuel González, venimos de Multimedios Televisión a hacer algunas tomas de apoyo, a hacer un reportaje sobre la exposición Inhumano. ¿Cómo hacer arte con cosas tan pequeñas y hacerlas tan grandes, demostrar aspectos muy importantes de la vida como de lo que hay en nuestro alrededor, o sea, darnos ese punto de vista diferente? Es muy interesante, muy bonita obra. Now we finally made it to Mexico, Monterrey. It was a long journey. We started off in the train. And now we're here in the farm project. Yes, very, very nice.